kann man auch nicht weiter verschieben jetzt. Okay, wir gehen also wieder. Und machen uns weiter auf die Suche nach Schlüssel. Schlüssel 6. Ja, der sollte eigentlich. Sollte eigentlich irgendwo hier draußen rumliegen. Ging eben im Hintergrund das Telefon. Ich hoffe, das hat nicht gestört. Können wir die von hier abschießen? Ja, danke fürs in die Bahn laufen. Du auch, danke. Und jetzt du auch noch kommen. Ja, zwei sind schon mal gut, oder? Denn vielleicht? Ja. Munition wird auch immer weniger. Das war knapp. So, nicht gestorben, sehr gut. Was können wir hier machen? Ah, hier ist immer noch so viel los auf diesem Bildschirm. Kann man von da aus noch weiter nach rechts vielleicht irgendwie? Wir können jetzt auch hier zum Beispiel. Hier brauchte man. Ja, da brauchte man 7, den haben wir aber nicht. Da gibt es noch Kabel, die brauchen wir im Moment, glaube ich, nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wo wir sie lagern können. Laufen wir mal hier weiter. Ja, diese Spinnenviecher, keine Ahnung. Wie ich die beseitigen soll. So, jetzt ist das obere Viech wieder weg. Jetzt kann ich nochmal oben versuchen. Der Bildschirm ist echt die Hölle. Nee, das wollte ich auch wieder nicht. Ich will doch da rein. Jetzt vielleicht einfach schnell. Ja, geschafft, ey. Ah, Schlüssel 5 haben wir ja jetzt. Aber ist eigentlich gar nicht so interessant. Da gibt's nur Standardzeug drin. Wir können vielleicht ihn hier gleich mal beseitigen. Na komm. Nun lauf mal einen anderen Weg. Sonst probieren wir es nochmal hier. Hier kann man. Ah, wo ging's hier? Ach, das ist auch ein Durchgang hier.
war mir gar nicht mehr klar, dass man auch von hier weiter nach oben und dann nach hier kommt. Und dann käme man halt wieder in diesen anderen Bereich vom Geheimlager. Kann ich jetzt gucken, ob wir da schon weiter kämen. Was ist... Wo war der hier? 1, 5. Diskette, Kabel, 2 Lochkarten. Auch nichts Weltbewegendes, sag ich mal. Aber können wir ja mal... Können wir uns ja mal holen. Und vielleicht dann wieder unser Geheimlager ein bisschen auch wirklich als Lager nutzen. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Was ist denn? Mal kurz rechnen. Und hier bräuchte man wieder Schlüssel 7. Ist das ein netter Roboter? Ich glaube, oder? Komm, wir riskieren es mal. Oh, wieso haben wir das riskiert? Der sah auch so nett aus. Der sah so aus wie der andere. Naja, egal. Können wir ein Lebensdingens benutzen. Ah ja, und ich glaube, ich habe, wenn ich richtig gerechnet habe, dann kann ich jetzt schon sagen, frohes neues Jahr wünsche ich euch. Während ich hier sterbe, habt ihr hoffentlich eine schöne Feier gehabt. Ich hoffentlich auch. Versuch wieder oben lang. Also die Androiden, die müssen wir einfach killen auf dem Bildschirm. Oh, komm, mir nicht zu nahe. Nein, ey. Schnell weg. Und Leben essen und schon mal links raus. Okay, er ist gestorben. Aber was wollte ich hier? Ich glaube, ich wollte ganz gerne zum Geheimlager. Ah, diese Spinnenviecher, ey. Ich will doch einfach nur ein paar Sachen ins Geheimlager legen. Achso, ich kann jetzt hier durch. Ist gerade keiner. Guckt gerade keiner. Dann lagern wir doch hier mal was. Wir haben jetzt, naja, eine Menge Disketten. Wir können auch mal Disketten hier lagern eigentlich. Wir können auch Leben hier lagern. Wir können vor allem diese Säuren lagern. Und vor allem diese Dinger, die wir eigentlich nie benutzen. Können jetzt ein bisschen was essen. Können hier auch ein bisschen Essen lagern. Und... Ach, der Herr. Oh, Hilfe. Ist er immer noch da? Aber jetzt nicht mehr. Ja. Schlüssel 5 wissen wir mittlerweile. Wow, Diagonalschuss. Da ist noch eine Notiz. Vielleicht hilft die uns ja weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier uns das hier irgendwie weiterbringen.
Oder vielleicht sonst noch mal der Bildschirm, der von hier aus rechts gesehen ist. Ich weiß nicht, soll ich jetzt speichern? Nee, komm, das kriegen wir hin. Hier lang schwimmen. Kriegen wir hin. Kriegen wir es hin, den... Oh, was war das? Der Schuss wurde... Ja, der erste Schuss ist irgendwie verschwunden, aber... Aber wir haben es überlebt. Komme ich da zu der... Ach nee, bring mich doch mal nicht immer in solche Situationen. Aber machen wir so. Solltest jetzt viel schwimmen. Ach so. Ach na dann. Dann würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Zum Beispiel Nummer, weiß nicht, 8 schon. Und dann, ich weiß nicht, können wir da entgegen? Ah nee, das wäre jetzt mein erster Versuch, da entgegen zu schwimmen. Dann können wir mit dem Fluss mal schwimmen. Wenn wir nicht so failen würden. Was? Da war doch echt... Okay, nochmal. Okay, ich lasse mich hier treiben. Und jetzt wird's schwierig. Okay. Na, da muss man ein bisschen mehr gegensteuern. Alter, ist das schwierig. Hey, ich wollte gerne dahin. Ach nee, da waren ja am Anfang die... Da waren doch die... Wie heißen sie? Wanderschuhe, oder? Hey, wie viel soll man denn schwimmen? Da kommt man doch eh nur wieder hier hin. Das ist doch kein großer Fortschritt, oder übersehe ich da irgendwas? Und von hier, da gab es doch irgendwo diesen... Ah, ja, da stirbt man sofort. Wo bin ich? Ach so, da. Da sehe ich kein Durchkommen nach oben. Wo soll ich denn dann hinschwimmen? Also, was ich ja noch vermutet hatte, ist, dass man hier auf dem rechten Bildschirm irgendwie weiterkommt. Also einfach nur, weil ich den nicht mehr gut in Erinnerung habe. Da könnte man runterspringen. Ah, der Fluss, der treibt uns ja in die andere Richtung. Also, den Fluss hochschwimmen, das ist ja fast unmöglich, oder? Und vor allem da oben diese Ecke. Ich würde sagen, das ist unmöglich. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel runter, ja, der Fluss treibt mich dahin. Ich könnte versuchen, jetzt entgegenzuschwimmen.
Aber hier ist fast schon kein Durchkommen. Bin froh, wenn ich jetzt nicht sterbe. Ja, keine Ahnung. Kann man vielleicht da unten? Ich sehe da gerade noch was. Wir laden eh nochmal neu. Wir nur mal gerade gucken. Da unten ist doch noch. Ach so. Ja, cool. Hier waren wir zwar schon. Haben vorhin nichts mitgenommen. Aber sind wir immerhin jetzt mal hier. Ja, den brauchen wir doch eigentlich nicht, ne? Ich weiß auch nicht, wieso die Schlüssel hier mal mehrfach verteilen. Lege ich den hier wieder ab. Wir können hier den Felsenweg entlang, aber das bringt auch nichts. Das sind ja alles Senkblöcke hier. Könnte man mit zweimal Säure kann man das machen. Ich guck gerade, ob der noch irgendwelche anderen Ausgänge hat, dieser Bildschirm. Ich sehe aber keine. Also nicht nach unten. Und nicht nach rechts. Na, benutzen wir mal hier. Haben wir genug von dem Zeug. Okay, kein Bug. Wie bei Robot 3, da konnten ja, ich glaube, die Nashörner, waren das Nashörner? Die dann in dem Moment, wo man die Mauer entfernt, also im ersten Frame quasi, konnten die durch das Feld schon durchgehen. Ja, einer stirbt, den kriege ich auch. Und den... Ach komm. So. Habe ich sie alle beseitigt? Das ist wieder so ein Zylinder, ne? Ja. Davon haben wir jetzt auch schon 3 Stück. Na, jetzt haben wir wenigstens diesen Bildschirm hier abgearbeitet. Auch wenn der uns nicht wirklich weiterbringt. Habe ich das Gefühl. Da unten ist noch ein kleiner Weg. Der endet aber noch im Nichts, oder? Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Von hier aus nicht. Oder kommt man da irgendwie durch? Ne, hier zumindest nicht. Ich gehe nochmal da rein. Oh, Diskette. Von hier aus auch nicht. Vielleicht von der... Ne, hier ging's auch nicht durch. Ja, dann habe ich auch keine Ahnung. Okay, dann gehen wir vielleicht einfach weiter auf den nächsten Bildschirm nach links. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen, wie man da noch irgendwie durchkommt.
Benutzen das Ding. Damit können wir die Platte da senken. Und dann sind wir wieder hier. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal diese Diskette. Und mit der speichern wir auch. Und machen dann hier erstmal Schluss für diese Aufnahme. Das müsste jetzt schon Nummer 9 sein. Die nächste Aufnahme, das könnte jetzt ein bisschen dauern, denn ich habe es ja schon erwähnt in der letzten Folge, glaube ich, ich ziehe jetzt um und vielleicht habe ich auch erstmal kein Internet und sowieso überhaupt keine Zeit erstmal. Könnte also ein bisschen dauern. Ja, wäre schön, wenn ihr euch geduldet und dann wieder einschaltet, wenn es weitergeht. Also dann bis demnächst irgendwann.